Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Wir sind der öffentliche Dienst. Beamte, Tarifpersonal und die Versorgungsempfänger. Eine klare Forderung gestellt, 6,5%. Und lassen Sie mich sagen, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Gemeinsam für eine gerechte Bezahlung. Einer für alle, alle für einen. Herzlichen Dank. Wir wollen alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Kolleginnen und Kollegen, ich muss eine kleine Zeitreise machen. Wenn ich mir den Wahlkampf 2011 vor meinen Augen Revue passieren lasse, dann komme ich zu einer erschreckenden Erkenntnis. Alles sollte besser, gerechter und vor allem sozialer werden in diesem Land. Wenn es nur zu einem Regierungswechsel käme. Die damalige Opposition und heutige Landesregierung von Baden-Württemberg hatte die vermeintlich besseren Finanzexperten, die vermeintlich besseren Wirtschaftsexperten und die vermeintlich bessere soziale Kompetenz. Und sie waren alle diejenigen, die am 2. März 2011 genau vor dieser Bühne wie die Pappkameraden aufgereiht standen, um uns ihre Solidarität zu bekunden. Auch das hätten Sie uns noch bestätigt. Nur damit Sie gewählt werden. Mit viel Mühe und Kraftaufwand ist uns damals ein Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst gelungen, an dem sich heute noch, und das ist 27 Monate her, 27 Monate, unsere Löhne und Gehälter orientieren und mit Januar 2011 1,5% bzw. Januar 2012 1,9%. Das ist geradezu als lachhaft zu bezeichnen, vergleicht man die Einkommensentwicklung in der freien Wirtschaft. Landtag regieren wollen. Wir haben die leeren Kassen in diesem Land nicht zu verantworten. Als über das Betreuungsgeld diskutiert wurde, war die Staatsverschuldung ein Fremdwort. An jeder Ecke des Landes werden zwischenzeitlich Kindergärten und Kindertagesstätten gebaut, auf Teufel komm raus. Ob sie gebraucht werden oder nicht, Hauptsache die Zuschüsse stimmen. Angaben um die endlosen Diskussionen über Sinn und Unsinn von Stuttgart 21 haben Millionen verschlungen. Wir investieren Jahr für Jahr weit über 400.000 Euro in eine völlig sinnlose Tabakforschung. Wir geben Milliardenbeträge zum Kauf von ganzen Stromversorgern aus, um später in teuren Untersuchungsausschüssen Politkabarett in Perfektion zu spielen. Das unterscheidet an einem gemeinsamen Strang ziehen. Diese Tarifauseinandersetzung wird, so befürchte ich, einer der härtesten Auseinandersetzungen aller Zeiten. Lasst uns das, was den öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg auszeichnet, tun. Lasst uns deutlich nach außen zeigen, dass wir auf großen Herausforderungen gewachsen sind, auch wenn es dieses Mal ausnahmsweise nur um uns und unsere Familien geht. Was wir zur Stunde nicht brauchen, ist gewerkschaftliches Spartendenken. Was wir nicht brauchen, dass sich Beamtinnen und Beamte zu Streikbrechern missbrauchen lassen. Und was wir jetzt nicht brauchen, ist falsch verstandene Loyalität zu unseren Vorgesetzten. Was wir jetzt brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Mut, Kraft, Entschlossenheit.
Entschlossenheit und Durchhaltevermögen. In diesem Sinn, lasst uns den Kampf aufnehmen, weil wir sind es wert. Dankeschön.